Jo. Gut, dann YouTube. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy auf meinem Kanal. Sei gegrüßt, dass du wieder dabei bist. Und falls du meinst, dir gefällt mein Content, würde ich mich doch freuen, wenn du den Kanal abonnierst, kommentierst oder likest. Das hilft mir und dem Algorithmus sehr und lässt uns als Community doch ein wenig wachsen. Das gilt auch für die wiederkehrenden Zuschauer. Und by the way, falls du mal Lust hast, dabei zu sein in einem Stream, kannst du gerne vorbeikommen und dich ein bisschen beteiligen. Joe-Chat, der ist manchmal leer, voll langweilig. Naja, okay, genug Werbung gemacht, genug rumgeheult. Ich würde sagen, wir fangen. Hallo Motte, gehen Sie bitte weg. Ich würde sagen, genug rumgeheult. Wir würden einfach direkt anfangen und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich den ganzen Abend heute Hogwarts spiele oder ob ich dann nachher nochmal zu Starfield wechsle. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Und unser Weg führt uns anscheinend zu Hogwarts, ne? Dann. Wir sollen... da müssen wir hin. Wir haben das Portal da und auch wir haben das da. Okay, wir teleporten uns. Das geht einfach viel schneller. Ich habe gar keine Lust mehr zu laufen. Nach über 100 Folgen Hogwarts Legacy auf dem YouTube-Kanal habe ich keine Lust mehr, irgendwo hinzulaufen. Lieber teleporten. Geht viel schneller. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Meinst du? Das ist schön für dich. Gut, ja, mittlerweile sind auch schon 3 Wochen der Schule rum und ich bin eigentlich ganz happy. Es sind nur noch 37 Wochen Schule. Ich will nicht mehr. Manchmal ist das schon anstrengend. Vor allem, wenn wir Mathe, Therme und dies, das haben. Ich raff das weniger als Informatik. Informatik war super easy. Oder ist einfach. Aber wenn wir Therme haben mit A Quadrat, Klammer auf, B Quadrat, minus C Quadrat, Klammer zu Quadrat. Lasst mich bitte damit in Ruhe. Nee, dann lieber Informatik. Mit 1 0 1 1 0 1 1 0. Und das einfach. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ja, habe ich. Und das einfach in binäre Zahlen oder Dezimalzahlen umberechnen ist einfacher als das andere. Naja, gut, egal. Bis zur gleiche. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Dann warte ich, bis ich... Nein, das... Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Okay, jetzt ist eine Eule, wenn ich mehr weiß. Ja, das ist super. Aber jetzt, okay, das ist natürlich super doof. Jetzt habe ich die Eingabetaste gedrückt, da wo ich meine Mute-Taste jetzt habe und wollte eigentlich diese Frage noch fragen, die da war. Aber okay, das ist doof. Das müssen wir jetzt nochmal ändern. Und Mann, ey, egal wo ich die Taste hinlege, ist doch alles Kagger. Alles Kagger. So. Weg, weg. Wir machen sie wieder da und, ja. Mal gucken, vielleicht mute ich mich nochmal, vielleicht nicht. Ich weiß es noch nicht. Gut, ich geh weiter. Gut, wir sollen wieder verlassen. Wo sollen wir jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Und actually, das könnte viel schneller gehen. Damit hätte ich jetzt auch gar kein Problem. Achso, wir sind ja wieder hinten, ne? So. Wartet hier wieder jemand auf mich? Nö. Wo sollen wir denn jetzt hin und... Revelio! Das Portal hier unten habe ich doch schon gemacht. Wieso ist das denn? Das ist über mir. Akio. Oh, welche? Ja, genau. Das Portal habe ich doch schon gemacht hier. Warum? Wieso? Weshalb? Nö, das habe ich schon. Das ist weiß, aber das irritiert mich ein bisschen. Egal. Aber das müsste ich schon gemacht haben. So, das ist anscheinend nicht mehr hier. Wir können ja mal in unsere Aufträge reingucken. Wir haben ja in den letzten Streams super viele Aufträge gemacht. Und jetzt sind wir ja schon... Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange die Story noch geht. Sprich mit Poppy am Dorfplatz in Hogsmeade. Das können wir gerne machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die Story noch geht. Wir sind mittlerweile Stufe 33 und wir waren hinten... Und nicht immer... Wir waren noch nicht...
hinten im anderen Gebiet. Ich weiß nicht mal, ob das da die Story lang führt oder ob man einfach so dahinter kann, um ein bisschen zu erkunden noch. Das interessiert mich nochmal, weil man kommt hier hinten hier unten durch eine Höhle durch. Wahrscheinlich hinten am Wasserfall oder da oben irgendwo wieder raus. Aber ob das jetzt storyrelevant für später ist, das weiß ich leider nicht. Naja, da ist noch eine Dings. Eine Handbuchseite. Da müsste ich mir auch einfach mal einen Stream hinsetzen, 2 Stunden einfach alle sammeln, wenn ich da wirklich auf 100% spielen möchte. Naja, okay, wir sollen nach Hogsmeade. Guck mal da hinten. Perfekt. Ja, genau. Also manchmal habe ich den Gedanken, ich würde wieder arbeiten gehen wollen. War mir manchmal lieber als einfach nur simple Schule. Manchmal ist es langweilig, manchmal aber auch einfach nur Sachen, wo man denke, so verstehe ich nicht. Naja. Sie ist sonst verlässlicher. Ist sie das, meinst du? Gut, wir reden gleich weiter. Ich werde erstmal mit Poppy reden, wegen dem Ei da, was sie verloren hat oder irgendwas, was wir suchen sollen. Naja. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte deine Oma dir schenken? Okay, erstmal wieder reinkommen mit Lesen, die Sasananas. Was wollte deine Oma dir schicken? Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ach so. Ich wollte es Professor Howen für die Kniese geben. Naja, gut, wenn es nur das ist. Über was forscht deine Oma? Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Das hört sich doch sehr gut an. Du hast Neuigkeiten über den Drachen. Drachen, ui. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Und der ging wohin? Wie verfolgt? Wie verfolgt man den Flug eines Drachens? Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Ja, das würde ich ja sagen. Das war eine riskante Aktion von ihr, wenn sie es alleine gemacht hat. Aber okay, nicht mein Problem. Okay, gut gemacht. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Ich glaube mal noch, das ist von dieser einen Zelt, der gelöst bei diesem Drachen. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Oh, ich bin die ganze Zeit hier rum. Entschuldigung, warte mal. Habe ich 2 Tonspuren gerade am Laufen? Sehe ich das richtig? Tatsache, hier laufen 2 Tonspuren. Ich mute mal die von Small und ich hoffe, das geht jetzt wieder. Und Padia, wieso laufen die alle auf einer gemeinsamen Tonspur? Wie dumm ist das denn? Okay, warte mal. Ist das sicher? Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hybriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. Ach ja, jetzt bin ich auch gemütlich. Ich nehme an, das ist jetzt wieder besser. So, warte mal, ich muss wieder zum Stream Manager zurück und dann muten, ne? Hoffen wir einfach mal. Alles klar. So, wohin genau schaffen wir das Ei? Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht.
dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Und warum nicht das Ei behalten? Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Das eine Ei von damals haben wir doch auch behalten. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es ist schon jeweils ein bisschen länger her, aber das haben wir doch auch behalten. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Finden wir den Drachen. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Das ist möglich. Wir sollten zu Fuß gehen. Ach nee, zu Fuß gehen ist doch langweilig. Eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Ich bin immer bereit. So, also ich muss vorlaufen, weil... Okay, warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Hier gibt's keine Karte. Ja, wie frech. Aber dahin war noch ein... War das gerade ein Ballon? Nö. Das ist ja frech, dass es hier keine Karte gibt. Okay. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Ja. Gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Sehe ich auch. Okay, warum... Ich habe darauf minus 13,5 Dezibel. Ich hoffe, ich bin nicht so laut. Wenn nicht... Ich muss das gerade testen. Mein Mikrofon hat sich jetzt nämlich ein bisschen verstellt und das ist immer ein bisschen... Ein bisschen doof alles so. Mal gucken, wie sich das anhört. Ne, nicht sehr viel anders, aber ist okay, ein bisschen leiser. Gut, so, ja, sorry YouTube, ich muss ja ein paar Einstellungen übernehmen, weil, wie gesagt, letztens hat sie mein Mikrofon ein bisschen, die Flöten gemacht und meinte so, nö, ich will jetzt eine, oh mein Gott. Der Drache. Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Möglich, möglich. Oh, was haben wir denn hier für schöne Sachen? Genau, da haben sich die Einstellungen ein bisschen verändert und ich muss die Einstellungen ein bisschen neu machen und wir haben jetzt ja... Nee, okay. Revelio. Gar nicht, hier liegt aber nur ein bisschen Blut und hier wird ein bisschen was kaputt gemacht. Danke. Ich frage mich immer noch... Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Wir standen doch direkt vor ihr. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Dunkler Straßenköter. Wo haben wir jetzt hier unsere... Bombarda! Ja, stimmt, das war ja die Fähigkeit, wo wir... Wie viele waren, die sie gefangen haben? Gracias. Mindestens 10. Stimmt, das war ja die... Nee, warte mal, das war nicht die Fähigkeit. Ich dachte, das war die Fähigkeit mit dem... Okay, schade. Ich habe schon wieder... Ich habe doch gar nicht die Tab-Taste gedrückt. Warum, wieso, weshalb... Ach, egal. Revelio. Haben wir noch irgendwelche Kisten hier? Oh mein Gott, hier hinten. Eine riesige Kiste. Ich nehme an, dass wir für das Gebiet schon einfach viel zu gutes Equip haben. Hier liegt ein Drachenkopf. Ich glaube, hier waren schon Wilderer, die schon einige Drachen getötet haben. So wie wir es auch schon mitbekommen haben. Oder für das, oder für den Kampf verwendet haben. Ja. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnung über den Kampfring machen. Aber die wahren Geleonen findet man in Acromantulas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violet und ich vor ein paar Tagen verdient haben, ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter. Vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald, Angus. Wie charmant. Sie halten Kontakt zueinander. Wie charmant. Hallo, Drache. Und ich glaube, hier muss ich mal wieder Repiro vermitteln. Da ist sie wieder. Atemberaubend. Aus der Entfernung. Dass wir dann noch den Drachen zur Sicht bekommen, habe ich ja bezweifelt. Aber okay, gut. Warte mal, ich muss mal kurz. Warte mal, wo ist denn jetzt schon wieder? Mir fehlt bei dabei noch eine einzige Fähigkeit. Das ist die hier unten.
Avada Kedavra? Avada Kedavra. Ja, genau. Die brauche ich bitte einmal hier. Reparo. Fantastisch. Ja. Aber ich nehm auch mal an, dass die Story nicht mehr allzu lang ist. Und wo geht's denn da unten hin? Ich nehme mal an, dass ich hier möchte da runter. Geht's da unten irgendwo hin? Das interessiert mich jetzt. Finde das Drachennest. Ah, das wird erledigt. Revelio. Aber bitte, lass mich noch ein bisschen umschauen. Aber hier scheint gerade so eine richtige langweilige straight up in eine Line zu gehen. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Möglich? Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Möglich, yo. Möchte nicht, ist straight up. Oh Gott, ich komme hier gar nicht lang. Ich habe nur die Möglichkeit hier in einer. Oh mein Gott, das ist ja doof. Das mag ich nicht. Egal. Vorsichtig. Aber bitte, ich möchte jetzt bitte nicht gleich gegen den Drachen kämpfen. Das möchte ich gleich weniger. Oh je, sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Was ein riesiges Tier. Fantasie, muss ich jetzt sagen. Fantasiewesen, Fabelwesen. Gut, sie war auf einen Kampf aus. Dann habe ich ja gar keine Lust, diesen Drachen zu... Was war das? Ha, lustig. Müssen dafür. Was? Wo hier drüben? Ah, lauf. Ich laufe hoch. Ich folge dir. Ja. Wir müssen da vorne hin. Hi, Nati. Nee, doch. Ach, wo willst du hin? Ich möchte jetzt aber nicht gegen diesen Drachen kämpfen. Rebellion. Warte mal, Nati, keine Ahnung, du, ich habe den Namen vergessen. Was ist denn da oben? Ich hätte schwören können, das wäre eine Kampfarena. Oh Gott. Vorsicht, das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Sie macht es uns nicht leicht. Ja, das hast du sehr schön gemacht. Haha, ich hab's geschafft. Danke. Kein Revelio. Empfang. Nein, ach, überhaupt nicht. Was von einem Kaminfeuer? Ein Kaminfeuer, hat er gesagt. Gutes zu reden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Das war Z, das wollte ich nicht drücken. Oh Gott, wir haben auch schon einiges. 124 von 150, geil. Also, geil im Sinne von, lass mal erstmal hier reingucken, wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Ich warte jetzt noch einmal, bis sie spuckt, zwei oder dreimal, und dann würde ich da vorne zu dieser Mauer rennen. So, guck mal, da ist ein Sterne mit. Drache, bestimmt mal bitte nicht so laut. Ich habe hier zu tun.